Wie mache ich eine unsichtbare Leistung sichtbar? Wie verpacke ich eine Leistung, die noch gar nicht existiert und vermittle ein entsprechendes, ja, Erlebnis? Diese Frage stellen sich vor allen Dingen Bauträger. Denn Bauträger entwickeln ja auf der grünen Wiese meist ein Projekt und wollen schon in der frühen Phase Käufer finden, die die spätere Vision erwerben. So, und jeder kennt es. Die Frage ist auch, wenn man ins Restaurant geht oder in ein Hotel geht, wie ist die Qualität der Speisen? Klar, man kann sie schmecken, man kann es sehen. Und da sind wir schon beim Sehen, beim Schmecken. Und das sind für uns ja stellvertretende Faktoren, die darauf zurückschließen lassen, ob die Qualität gut oder nicht gut ist. Gibt auch so einen Spruch wie die Toilette eines Restaurants ist, so ist auch die Küche. Also ist alles ordentlich und sauber. Das alles sind Qualitätssurrogate. So, und um dieses Thema Qualitätssurrogate, wie du also es anstellen musst, damit eine Leistung, die vielleicht am Anfang gar nicht so richtig greifbar ist, trotzdem vermittelt werden kann, darum geht es um dieses Video. Und das ist vor allen Dingen für alle interessant, die Immobilien vermarkten. Also egal, ob das ein Neubau ist oder ob das eine sanierte Altbauwohnung ist, ist es für die alle spannend, weil es ist so wichtig und darin liegt ein enormer Hebel. Mein Name ist Dr. Florian Forster, ich bin Immobilienmarketing-Experte. Und tja, Qualitätssurrogate. Ein Wahnsinnswort, der eine oder andere hat vielleicht noch gar nicht gehört, was Qualitätssurrogate sind. In der Regel sagt das Wort Qualitätssurrogat nichts anderes, als dass wir natürlich gerade bei Leistungen, die wir nicht sofort erblicken können und nicht ergreifen können, dass wir irgendwie stellvertretend Merkmale oder Elemente brauchen, um das einzuordnen zu können. Klar, wenn ich heute sage, ich kaufe dieses Auto, dann kann ich mir einen Gebrauchtwagen, dann kann ich mir die angucken, auch bei einer Immobilie, wenn die gebraucht ist, kann ich da hinfahren, kann die anlangen, kann gucken, kann an die Wand klopfen, kann gucken, was sind die Materialien, wie ist es verbaut, sind da irgendwelche Schäden, Wasserschäden oder sonstige andere Sachen, die eben vielleicht den Preis mindern würden oder die Mängel sind. Das kann ich genau begreifen, anfassen. So. Selbst da übrigens, nur auf den ersten Blick, weil es gibt natürlich viele Dinge, die man nicht sofort sehen kann. Und auch da macht es eben Sinn, mit Qualitätssurrogaten zu arbeiten. So. Weil im Grunde geht es um nichts anderes, als dass Menschen Vertrauen brauchen zu dir als Anbieter, als Makler oder als Bauträger, aber auch zu dem, was du anbietest, also zu deinem Produkt. Dazu muss Vertrauen da sein, dass ich sage, okay, ich investiere in dieses Vorhaben, ich investiere in diese Immobilie, ich kaufe die. Und deswegen muss dieses Vertrauen entstehen. Und Vertrauen entsteht vor allem dann, wenn zum Beispiel die Qualität und der Preis zusammenpasst. Also wenn ich sage, okay, für diesen Preis, der hier aufgerufen wird, erwarte ich, kann ich diese Qualität erwarten und diese Qualität, die werde ich auch bekommen und diese rechtfertigt letztendlich den Preis. So. Und nun kommen eben das Thema diesen Qualitätssurrogaten ins Spiel. Weil in der Regel ist es so, klar, eine Immobilie kann ich mir angucken, aber du willst ja auch nicht jetzt 25.000 Besichtigungen haben, Menschen, die dann durch deine Wohnung wandern und dann erst feststellen, dass es nicht passt, sondern du willst idealerweise nur die haben, die sagen, nee, ich finde das spannend. Und du willst auch die haben, die vielleicht auch den Preis, den du aufrufst, zu zahlen bereit sind. So. Deswegen ist es so wichtig, dass man im Vorfeld schon hergeht und möglichst viele, ja, Merkmale, Qualitätssurrogate in den Ring wirft, die alle eins sagen, nämlich, ja, du bist als Anbieter wertvoll und vertrauenswürdig und ja, die Immobilie ist es genauso. Und das ist ein der Gründe, warum man zum Beispiel als Bauträger im Neubaubereich hergeht und aufwendige Exposés macht. Ein Exposé ist im Grunde nichts anderes als ein Qualitätssurrogat. Weil hier zum Beispiel ein Wohnobjekt in München mit vielen, vielen Wohnungen, ich glaube über 200 Wohnungen, die es sind. Und jetzt kauft der Käufer ja das, bevor es überhaupt gebaut wird. Ja, mittlerweile wird schon gebaut, kaufen immer noch welche. Aber du siehst das fertige Produkt ja nicht. Deswegen ist es so wichtig, jetzt zu gucken, wie ist die Bauqualität. Also sprich, wie wird das hernach errichtet? Werden es Materialien sein, die hochwertig sind oder nicht hochwertig sind? Klar, der Bauträger kann alles beschreiben und sagen, ja, hochwertigste Materialien, beste Qualität. Aber was ist Qualität? Qualität, das hat mal so der TÜV definiert, Qualität ist der Grad der Erfüllung einer Anforderung. Also der Grad der Erfüllung einer Anforderung, das ist Qualität. Also wie deine Anforderung erfüllt wird,
dann sprichst du von einer bestimmten Qualität. Das heißt, du kannst ein ganz anderes Qualitätsempfinden haben als jemand anderes. Jemand, der zum Beispiel gewohnt ist, vom Fußboden zu essen, der hat ein ganz anderes Grad der Erfordernis als jemand, der immer auf dem gedeckten Tisch mit weißer Tischdecke essen will. Ja? So, der hat ein ganz anderes Qualitätsempfinden. Da ist die Grad, die Erfüllung einer Anforderung, die Anforderung ist eine ganz andere. Deswegen auch ist die Grad der Erfüllung anders. Wenn du jemanden, der normalerweise auf einer weißen Tischdecke isst, einen Fußboden präsentierst, dann ist der Grad der Erfüllung dieser Anforderung gar nicht erfüllt. Ja? Also sprich, sagt der, keine Qualität. Jemand, der praktisch normalerweise auf einem Fußboden ist und kriegst eine weiße Tischdecke, der denkt, wow, Wahnsinn, übererfüllt. Ja? So. Deswegen sehr subjektiv alles. Und deswegen muss ich gucken, wie ich die ganze Qualität, die ich jetzt verbaue, die das Projekt danach haben wird, schon vorher transportiere, also wie ich das vorher schon rüberbringe. Und dazu dienen eben Qualitätssurrogate. Das heißt, das kann eben sein, zum Beispiel eine Broschüre, eine hochwertig gemachte Broschüre. Ich habe hier mal drei Beispiele dabei, wo man das schon am Anfang gesagt, hier mit Gold, ich weiß nicht, ob man das hier in der Kamera sieht, aber mit Gold arbeitet man auf dem Titel schon, Wertigkeit, ja, die Machart, das Papier, die Haptik, die Optik, das Design, Designprinzipien berücksichtigt. Dadurch wirkt das Ganze sehr wertig und das ist ein Qualitätssurrogat. Weil ich denke mir, okay, wenn die Broschüre schon so wertig ist und so toll ist, ja, und wenn die schon so gut ausschaut, die Fotos alle professionell sind, alles im ähnlichen Stil, perfekt bearbeitet und so weiter und so fort, dann muss die Immobilie auch offensichtlich im gleichen Material sein. Das ist das Gleiche, wie wenn du eben ins Restaurant auf die Toilette gehst und sagst, wenn das Klo schon so wahnsinnig wertvoll ist, ja, und so sauber ist, wie schaut dann erst die Küche aus? So, drum ist es so wichtig. Drum sollte man auch an der Stelle gar nicht sparen, weil man tut sich eben keinen Gefallen dabei, wenn ich danach hingehe und sage, ich nehme so eine Immobilie und nehme da ein Word-Dokument und klatsche da ein paar Informationen drauf und pause raus. Ja? Weil dann vermutet man, dass genau so dieser Baustil ist, dass genau so gebaut wird. Schnell mal hier drei Ziegel aufeinander gepackt, putzt drauf, fertig und ist die Immobilie. Ja? So, deswegen, wenn ihr euch Mühe gebt, in Sachen Projektentwicklung, wenn ihr euch Mühe gebt in Sachen Immobilie und Immobilieaufbereitung, dann solltet ihr auch Mühe geben, das genauso zu vermitteln. Und dazu dient eben zum Beispiel ein Qualitätssurrogat. Ein Exposé ist eine Möglichkeit. Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten, wie ich Qualität vermitteln kann. Es ist auch ein Auftreten, es ist auch dein Auftreten als Bauträger oder als Immobilienvertrieb oder als Makler. Menschen nehmen Dinge immer im Kontext wahr. Ja, das heißt, warum hat Apple einen Laden, einen Store, zum Beispiel immer in Premium-Innenstadtlagen und haben dann einen wahnsinnig tollen Store, riesengroße Fensterfront, toll Design, toll aufgeräumt, weil das Inszenierung ist. Das ist für die auch ein Qualitätssurrogat für das Produkt. Die können genauso irgendwie in irgendeiner Seitengasse einen kleinen Laden haben, ja, und dort ihre iPhones vertickern. Ja. Aber Menschen nehmen alles im Kontext wahr. Das heißt, die Wahrnehmung des Produktes ist eine ganz andere, wenn die in diesem Rahmen präsentiert wird, als wenn ich eben in der Seitengasse in einem kleinen Hinterhofladen das Ganze verticke. So, auch die Art und Weise, wie ich das Ganze präsentiere, ja, wie ich dann eben auch ein Produkt gestalte, wie ich dann die Verpackung, wie ich die Kommunikation, das ganze Marketing, Werbung aufbau. Ob ich da eben sage, ich trete wie Aldi auf, ja, mit lauter Preisen und Preisen, Preisen, ja, oder ich trete eben sehr wertig auf mit entsprechenden Designprinzipien und Weißraum, großflächige Illustrationen, die wirklich auch von der Machart auch schon wirklich professionell und fotorealistisch sind, wo du schon gar nicht weißt, ist es ein Foto, ist es eine Illustration, ja. Klar kostet die einen Euro mehr. Ja, als eine andere. Aber das ist ein Qualitätssurrogat und das ist extrem wichtig. Also, deswegen nutzt unbedingt, denkt drüber nach, wie tretet ihr auf als Person, als Unternehmen, wie präsentiert ihr eure Produkte und nutzt da die Qualitätssurrogate, investiert da rein, weil die unterstützen euch massiv im Vertrieb und massiv im Bereich Marketing für eure Projekte. Ja, es ist unbestritten so, weil das menschliche Gehirn so funktioniert. Genau. Wenn das spannend ist für euch, dann meine Kontaktdaten findet ihr unter diesem Video. Wir sind Spezialisten in diesem Bereich, wie wir aus Immobilien tolle Inszenierungen machen, wie ich Neubauvorhaben oder auch gebrauchte Immobilien, wie ich die perfekt in Szene setze und da eine tolle Markenerlebnis vollziehe, sodass Kaufinteressenten den Preis richtig einjustieren, sodass praktisch die Qualitätserwartung richtig justiert wird. Und ich sage, 80% der Anbieter auf dem Markt hier im deutschsprachigen Raum, ja,
fahren unter ihrem Potenzial, unter dem, was möglich wäre, weil sie das, was sie danach verkaufen, nicht passend oder nicht perfekt inszenieren. Da wäre also deutlich mehr Möglichkeiten drin. Und wenn du das ausloten möchtest, dann freue ich mich auf deinen Kontakt. Und wenn dieses Video dir gefallen hat, dann like es gerne, kommentiere es gerne, empfehle diesen Kanal weiter, abonnieren gerne und bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, auf geht's!